Ich bin der Lukas und das ist die 16. Folge Survival für Einsteiger. Und heute sind wir hier in einer Ecke und ja, vielleicht habt ihr es schon gesehen. Wir wollen heute in den Nether gehen. Ja, Nether, der sieht bei uns relativ langweilig aus, ist mir ja auch aufgefallen. Und ich hatte mir gedacht, wir verschönern den heute mal. Ich habe euch wieder diese Truhe hingebaut. Ich glaube, das ist relativ praktisch. Hier. Dann wisst ihr auch immer gleich, wie welche Materialien wir brauchen und so. Allerdings, wenn ihr das anders auch haben wollt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich hatte mir nur gedacht, dass das vielleicht eine praktische Idee sein könnte. Und dann haben wir hier einmal das ganze Zeug. Also hier, ich habe es wirklich abgezählt. Eine Sack und 39 Erde. Eigentlich 40, denn wir brauchen noch einen Grasblock. Ich habe den zum Glück einmal einen Enderman gekillt und der hatte den in der Hand und den hat er dann auch gedroppt. Andersrum müsst ihr dann halt eine Behutsamkeitsschaufel haben. Die haben wir leider nicht. Oder ihr geht in den Kreativ. Anders bekommt man den, glaube ich, gar nicht. Dann gibt es hier noch 40 Eichenzäune, brauchen wir. 3 Eichensetzlinge, ein bisschen Knochenmehl, Falltüren, da könnt ihr selbst aussuchen, die oder die Fichten, denn die haben keine Löcher, das werdet ihr gleich sehen. 4 Ketten brauchen wir eigentlich, da kann ich euch dann auch noch gleich zeigen, wie man die macht. Und ein paar Quarz, also ein bisschen Quarz, denn da brauchen wir dann für eine Stufe. Einmal alles rausnehmen, hier habe ich auch noch ein bisschen das werden wir dann auch noch brauchen. Die Truhe kann wieder weg. Und wir wollen dieses Portal hier verschönern. Und bevor wir das jetzt abreißen, gehen wir nochmal rein, denn ich habe das Feuerzeug vergessen. Wäre relativ blöd, wenn wir das nicht mehr haben. Und dann nicht mehr in die Oberwelt kommen. Da können wir irgendwie verhungern oder was auch immer. Hier, Werkzeug, Feuerzeug. Statt hier nehmen wir dich dann einmal. Und Jump. Und wir sind hier. Und dann noch, ach ja, jetzt müssen wir das abbauen. Diamantspitzhacke bräucht ihr dafür. Ansonsten ist es, also haben wir ja kein Obsidian. Ernsthaft, jetzt, genau jetzt. Yes, du nervst so, ey, ich sag's dir. Was hat denn das eigentlich? Schärfe 3. Ja, müssen wir auch nochmal verzaubern, haben wir auch gesagt, gell? Und dann können wir das jetzt hier gemütlich abbauen. Na, toll. Und eine abgebaut und das ganze Portal ist kaputt. So einfach geht's. Aber das müssen wir jetzt deshalb abbauen, denn ich möchte eine schwebende Insel machen. Aber nicht irgendwie alles so dunkel, sondern ich möchte da auch etwas Gras reinbringen. Und etwas Oberweltliches, das Nether-Portal in der Unterwelt, bei uns in der Base da, in der Höhle, das wollen wir dann genau umgekehrt machen. Das soll etwas nach dem Nether aussehen. Das heißt, wir tauschen eigentlich die Welten um, da wo die Portale stehen. Na, dann hier diesen Block noch. Und dann, die restlichen, nein, die zwei können wir auch noch abbauen. Denn die Höhe vom oberen möchte ich haben. Dass da die Insel auf der Höhe schwebt. Aber wir könnten mit dem jetzt noch schon wieder ein neues Portal bauen. Ah ja, das wird ja im Nether so generiert. Da wird der und der Block da auch mit generiert. Allerdings, ja, okay, die haben wir hier jetzt. Dann gehen wir mal, okay, vielleicht nicht ganz so hoch, aber ich möchte etwas hier hin. Das macht nichts, wir werden an der gleichen Stelle rauskommen, denn das ist relativ nah. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, ja, okay, das geht. Dann ein Block hier, also wenn ich hier abgehe, dann sind das 8 Blöcke in der Oberwelt. Das heißt, wir sind dann einmal durchs halbe Haus gerannt. Aber hier bauen wir uns 3 Blöcke hoch und dann von hier, also haben wir hier dann das Portal. So, das soll unser Portal dann werden. Und dann gehen wir hier jetzt noch 4 Blöcke auf jede Seite.
4 und auf diese Seite auch nochmal 4. 1, 2, 3, 4. Das machen wir jetzt 1, 2 und hier auch noch 1, 2. Ja, das geht sich aus. Und diesen Platz füllen wir jetzt bis zur anderen Seite aus. So. Könnt ihr auch gleich nachmachen. Denn das sieht dann am Schluss dann echt cool aus. So. Ich verbaue mich hier die ganze Zeit. So. Und da können wir dann auch gleich irgendwo den Grasblock platzieren. Aber nicht unter dem... Also nicht da, wo das Portal dann steht. Das können wir jetzt auch schon die 4 setzen. Wir haben 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ist jetzt die Mitte. Mal kurz nachsehen. 1, 2, 3. Nein, wir haben nicht die Mitte getroffen. Hier noch einen Weg. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Ja, jetzt haben wir es. Und dann können wir hier nochmal so setzen. Dann wissen wir, hier ist die Mitte. Dann brauchen wir 5 auf jede Seite in die Richtung. Das ist dann gleich groß wie das Portal. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Also ich weiß das jetzt deshalb alles auch so ganz genau. Denn ich habe mir das in einer anderen Welt schon vorgebaut. Das ist oftmals praktisch. Aha, Portal. Denn dadurch spare ich mir Zeit, dass ich mir irgendwie etwas lange ausdenken muss im Video bei euch nebenbei. Und dann machen wir hier noch da einen und da zwei. Das heißt, auf der langen Seite, also wo das Portal länglich ist, einen setzen und da dann zwei setzen und das dann ausfüllen. Zwei setzen, einen, so, dann hier nochmal ein. Okay. Da bitte ich. Okay, danke. Und dann hier noch einer, glaube ich, oder? Nein, hier noch einer. So. Passt. Dann haben wir unsere Fläche. Ist schon relativ groß. Das können wir jetzt auch noch abbauen. Schnell. Und dann möchte ich, dass da Gras wächst. Denn so wird da jetzt kein Gras wachsen. Das könnt ihr so lange stehen und machen, was ihr wollt, dann es muss mindestens ein Grasblock in der Nähe sein, damit irgendwo überhaupt Gras wachsen kann. Deshalb haben wir ja den einen Grasblock mitgenommen, denn den werden wir dann noch in die Mitte reinsetzen, damit wir dann ein schönes Grasfeld haben. Das können wir gleich machen, denn das wird jetzt etwas länger dauern. 1, 2, 3. Währenddessen bauen wir gleich hier noch unser Portal fertig. So, das können wir auch gleich anzünden, dann können wir wieder in die Oberwelt. Das könnt ihr eigentlich überall anzünden, aber wieso kann man das eigentlich nicht kaputt machen? Das wird hier als Block angezeigt. Egal, du wachst mal schön ohne dich, ich habe da keine mehr, das heißt, du musst wachsen. Dann nehmen wir den Zaun und ziehen den einmal herum. Einfach nur so schön als Absicherung, damit wir da nicht runterfallen. Aber da vorne lassen wir frei. Da kommt dann noch eine schöne Treppe hin. Oha, ich habe genau ausgezählt. Juhu, das hat auch geklappt. Wir nehmen die Setzlinge und setzen vielleicht hier einen Baum und hier nicht. Hier kommt der Eingang hin. Hier könnte noch einer passen. Und hier haben wir hier vielleicht. Und da noch einer. Und was? Ja, okay, das geht auch von der Decke her. Denn die werden ja auch ein bisschen groß. Und dann können wir uns jetzt einen aussuchen. Ich glaube, ich nehme den hier. Den bepower ich jetzt ein bisschen mit Knochenmehl. Oh, danke schön.
Ein kleiner Baum. Ja, okay, nehmen wir dann doch einen anderen. Wird das was mit dir? Hallo? Ey, du brauchst mir zu lange. Komm schon. Was ist denn mit dir los? Ah, danke. Jetzt haben wir Mini-Baum. Dafür haben wir jetzt so viel Knochenmehl gebraucht. Hier noch ein bisschen frei machen. Ah, na gut. Man kann nicht alles entscheiden. Dann liegt die Hoffnung bei dir. Bitte. Wir werden einen abreißen müssen. Denn ich möchte irgendwo eine Schaukel platzieren. Mann. Warum geht das denn nicht? Ihr Bäume nervt. Vielleicht doch, weil es zu wenig hoch ist. Das glaube ich jetzt mal. Ja, dann können wir ja vielleicht doch irgendwie den ersten Baum nehmen. Wir sollten hier nur noch einen Setzling rausbekommen. Ah, haben wir ja. Ja, Holz haben wir auch noch. Na toll. Ja, so. Da ist ja relativ hoch. Und dann glaube ich, macht es nicht aus, wenn wir hier jetzt ein bisschen Weg nehmen. So, so. Meine Idee ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die sinnvollste, denn wir wollen ja so eine Schaukel hier ransetzen an die Blätter. Das heißt, in echt bitte nicht nachmachen. Okay, nicht nachmachen. Ja, ist sehr wichtig, denn ansonsten fällt die runter. Und das ist nicht so gut. Dann nehmen wir hier mal die Ketten. Da habe ich jetzt eine noch nicht gemacht, damit ihr seht, wie die gemacht werden. So, zwei und noch einmal schnell nach Hause. So, wir sind hier und nehmen uns Eisen. Denn das brauchen wir dafür. Wo haben wir sie? Ketten, hallo. Da. Oh, Eisenklumpen. Ich glaube, die macht man so, oder? Mit einem Eisen. Ja, bekommt man 9 sogar. Und so, so und so. Ah, perfekt. Und aus den Eisenklumpen könnte man dann noch so wieder den Block herstellen. Wir haben jetzt 2 gebraucht. Aber wir können auch das hier gleich machen. Macht man die gleich so? Nein. Dann machen wir einmal ein paar Blöcke. Die bekommt man 4 und dann entsteht einer. Dann machen wir mal die. Und jetzt Treppen. Da brauchen wir jetzt. Ja, okay, nehmen wir einmal alle. Zu viel können ja auch nicht schaden. Auch nicht schaden. Vielleicht müssen wir dann auch noch etwas sammeln gehen. Ein bisschen Quarz, denn ich glaube, das ist zu wenig. Ja, okay, das bekommen wir aber noch hin. Dann haben wir hier jetzt noch eine Kette. Setzen da jetzt so die hin. Und dann haben wir hier jetzt eine Schaukel. Mama, schubst mich an. Die sind hier unlogisch. Ist der Baum da hinten gewachsen? Nein, noch nicht. Aber das Gras wächst. Das ist schon mal gut. Und wir verschönern die Insel jetzt einfach. Kann ich das hier noch nicht machen? Ah, dann müssen wir jetzt noch warten. Können wir derweil die Treppe platzieren? Und zwar platzieren wir die, hüpfen wir einmal runter. Hier eine Plattform, glaube ich, und dann so rüber wäre klüger. 4 Quarzblöcke, das ist doch perfekt. 1, 2, 3, 4. Und dann setzen wir hier jetzt die Treppe ran. Einmal Mitte klicken, das wissen auch viele nicht. Hilft beim Bauen sehr. Weil dann bekommt man den Block direkt ins Inventar gelegt. Ist sehr praktisch. Dann muss man nicht ins Inventar. Ja, okay, das wäre auch nicht anstrengend, aber. So haben wir jetzt hier noch eine kleine Treppe. Komme ich hier nicht drauf? Mann, ey, das müssen wir dann auch noch beheben mal. Da können wir dann auch noch etwas bauen. Also, wir haben noch genügend zu tun. Allerdings haben wir jetzt auch schon einiges gemacht. Ich würde sagen, das war's von der Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch ein Like da.
Und wenn du das noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch schnell den Kanal und aktiviere die Glocke. Und ciao, Leute!